Fans von Regisseur James Franco und von vergleichbaren Euro-Kultfilmen werden auf jeden Fall wissen, was sie bei Die Säge des Todes zu erwarten haben. Es gibt keine blutige Gewaltoper, wie man möglicherweise durch den beschlagnahmten Status in Deutschland vermuten könnte. Es gibt einige ziemlich derbe Szenen und die Splatter-Effekte sind auch richtig gut gemacht, aber bitte erwartet euch das nicht im Dauerfeuer, weil sonst könnte man enttäuscht werden. Der Film hat relativ lange Eingewöhnungszeit, man könnte auch dazu sagen, dass er über einige Strecken definitiv Längen hat und langweilig ist, allerdings belohnt einen Regisseur James Franco dann gegen Ende auf jeden Fall für das eigene Durchhaltevermögen. Dann im Finale packt James Franco nämlich sein komplettes Talent aus, bietet coole Filmmusik, bietet wirklich gut inszenierte Szenen und liefert letztendlich einen atmosphärischen und spannenden Thriller ab, bei dem auch die schauspielerischen Leistungen vor allem von der Hauptdarstellerin überzeugen können. Im Endeffekt ist Die Säge des Todes ein Titel, den man meiner Meinung nach Eurokult-Fans auf jeden Fall empfehlen kann und wo man außerdem wirklich froh darüber sein kann, dass der Film in deutscher Sprache endlich in einer vernünftigen Fassung erschienen ist, weil die neue österreichische Blu-ray von Illusions ist in Sachen Bildqualität wirklich absolut fantastisch. Wer darüber mehr wissen möchte, kann sich an der Stelle bitte noch meinen Blu-ray-Check klicken. Da gibt's dann einen genauen Blick auf das Mediabook bzw. auch Screenshots aus dem Film.